Bonjour und herzlich willkommen auf... Ach Mann. Jetzt. Jetzt herzlich willkommen auf meinem Kanal. Den Yakuza. Avatar, Frontlass of Pandora. Ja, la 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 la. Fertig, tschüss. Los geht's. Jo. Okay, gut. Wir machen noch so ein bisschen so kleine Schätze. Und es ist ja gesäubert. Oder? Ist es überhaupt gesäubert? Ja, ist es doch gesäubert. Okay. Komm, ich mach noch das hier. Wow. Wow. Ja, ach, verdammt doch mal. Okay. Hey, Alex. Hab ein technisches Gerät gefunden. Sieht nicht nach RDA aus. Oh, das muss eine alte Datenerfassungsstation sein. Ein Sturm hat das Netz lahmgelegt. Die RDA hatte sich schon überall eingenistet. Also konnten wir nicht neu starten. Kannst du das Terminal an der Station aktivieren? Dann gehen die anderen Stationen in den Standby-Modus. Dein SID empfängt ihre Signale. Folge ihnen und aktiviere sie alle einzeln. So kriegen wir die regionalen Daten. Okay, klingt machbar. Ich versuch's. Problemlos. Das SID ist dafür gemacht worden. Und wenn du noch mehr Stationen findest, starte sie bitte auch neu. Ist das schon erledigt? Ach so. Ach so, muss ich die Dinger jetzt finden oder was? Ich glaube, das sind oben. Nein. Thank you.
Wer muss denn noch zu sehen? Habe ich doch schon. Du kleiner... Oh. Es fehlt doch noch eins. Nein. Nein. Okay, warte. Ich hab's gefunden hier. So, die letzte. Habe soeben die Meldung bekommen, dass die Station dank SIP neu gestartet werden konnte. Großartig. Aber Alex, hast du vielleicht die Koordinaten der Station? Dann muss ich sie nicht suchen. Fertig. Warte mal kurz, ich will mal gucken, was da genau ist. Ja. Drauf geschossen. Okay, dann machen wir so ein paar kleine Missions. Ich hatte letzte Nacht einen Bogenschießen. Wie komisch er ist. Sieh dich an! Erinnerst du dich an unser erstes Treffen? Du warst völlig verdreckt. Also völlig verdreckt ist leicht übertrieben. Von Kopf bis Fuß. Ich wusste gleich, das Kind braucht meine Hilfe und eine Umarmung. Oh. Ich erwarte auch viel von dir. Doch wenn mir damals jemand gesagt hätte, was du erreichen würdest, hätte ich das auf zu viel Sange geschoben. Und jetzt herrscht Krieg. Wirst du auch kämpfen? Aha, dafür bin ich etwas zu alt, Mayantu.
Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich werde hier sein, wenn du mich brauchst. Die Aranahe werden überleben. Wir sind stark. Okay. Keine Ahnung, was sie damit gemeint hat. Hebe die neue Kinglor-Königin auf. Ah, da oben ist sie. Liebling, wir müssen... Hoffentlich hab ich was für dich. Was du für mich hättest, ist nur... Müll. Nein, Müll. Müll. Dankeschön. Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Menschen brauchen manchmal einen kleinen... Ach, da oben. Du siehst gut aus. Danke dir. In der Ebene soll es eine Pflanze geben, die wie ein... Die Himmelsmenschen sind Abschau. Kann ich ja verstehen, warum die Jäger von heute haben es die Menschen hassen. Kann ich ja verstehen. Meine Freundin, es wird Zeit für ein neues Nest für euch. Kümmere dich um die Beschwerden des Kingslor-Königin. Wo muss ich die schicken? Wo bist du? Suchst du nach mir? Nicht fliegen! Es darf nicht unter Stress gesetzt werden. Nein! So, dieses Kingslor-Königin darf nicht unterstützt sein. Das ist das Problem. Ist okay, ist okay. Ist alles gut. Du hast dich gestärkt. Lass uns jetzt deinen Baum finden. Ach, komm schon. Oh, geschafft. Geschafft. Viel Freude im neuen Heim. Was sind die? Dann höre ich denn lieber alle auf.
Oh, eine ist erledigt. So, eine ist erledigt. Diese scheiß Blume darf nicht unter Stress sein, ey. Ach, da bist du. Hoffe lieber, dass Nevika dich nicht in diesem alten Ding sieht. Ich habe keine Der Krieg Ahnung, ist unvermeidbar. Und wieder wurde akzeptiert. Gut, gut. Das ist ein Fortschritt. Hallo, mein Freund. Ich habe Kräuter für dich. Und noch etwas. Sarentu und Aranahe sind Freunde. Und in unserer letzten Stunde sollten wir stets Freunde um uns haben. Die Sarentu, ihr seid zurück. Zum Ende meines Lebens. Meine Großmutter liebte einst einen von euch. Ich wuchs mit den Liedern deines Clans auf. Vielleicht singt unser Sarentu-Freund ja. Ich kenne ein Lied. Nicht den Text, aber... mich. Danke. Ich sterbe mit den Liedern meiner Großmutter im Herzen. Ich werde ihr von diesem Moment erzählen bei Ewa. Natürlich. Ruh dich jetzt aus. Wenn es soweit ist, bin ich an deiner Seite. Komm. Reden wir draußen weiter. Dein Freund wirkt mutig, obwohl er stirbt. Wozu dient Mut im Tod? Die Toten fürchten nichts. Nur die Lebenden können etwas verlieren. Solch ein Verlust geht uns sehr nahe, wie bei meinem Freundix Tsukiri. Dei hat kürzlich einen Freund verloren. Du hast meinem Freund in seinen letzten Tagen Frieden gebracht. Vielleicht kannst du Tsukiri helfen. Die Sarentu haben mit Geschichten Gemeinschaft geschaffen. Ich versuche es. Du machst ihnen alle Ehre. Tsukiri verbringt gerne Zeit in Weberblüte. Ich denke, dort findest du Dem wahrscheinlich beim Trauern. Macht es dich nie fertig, dass du dich für deinen Clan mit dem Tod beschäftigen musst? Manchmal, aber die Leute hier sterben in Frieden und umarmen Ewa, wenn der Tod kommt. Ihre Erinnerungen werden bewahrt.
Wer nicht hier stirbt, lebt in Awa weiter. Doch ihre letzten Augenblicke sind uns fremd. Ich hoffe, Tsukiri wird nicht von Trauer übermannt. Findet Tsukiri beim Werbeblüte-Lager? Jemand im Lager könnte dem gesehen haben. Oh mein Gott, ey. Ein wenig Mitgefühl würde viel bewegen. Doch die Beeren waren doppelt so groß. Du solltest wissen, dass mehr nicht unbedingt. Ich finde, du kannst einen neuen Bogen brauchen. Ja, ich habe schon einen besseren. Doch ein bisschen. Wo ist denn das? Zum Glück habe ich alles Schnellreise gemacht. Zum Glück habe ich das alles so gemacht. Das ist das Wichtigste. Jo! Hey, du! Suchst du vielleicht nach Tsukiri? Mehr Kinglor sind bereit, die Heimat zu verlassen. Etua sucht dich. Sie möchte dir die Ehre überlassen, denke ich. Etua mag leichtsinnig sein, aber sie hat gute Instinkte. Ich habe Dem am Ufer in der Nähe gesehen. Doch sei gewarnt, deren Stimmung ist düster. Gott noch weiß, dass Krieg Wahnsinn ist. Ha, du da. Lei Tao ist wieder mal übel gelaunt. Als ich ihr Hilfe anbot, schnaubte sie nur und sagte, sie brauche jemanden von außerhalb des Clans. Viele von uns wundern sich über ein seltsames Geräusch, aber Lake Dao ist entschlossen, es zu ergründen. Ich habe sie kürzlich am Flusslauf gesehen. Ich jage nach Fleisch, nicht nach Himmelsmenschen. Geil. Wo ist die Muschel, hey? Tsukiri. Guy dachte, du könntest hier sein. Suchst du nach irgendwas? Nichts, was gefunden werden kann. Mein Freund Hey Deko liebte Streiche. So wie Entdeckungen und Abenteuer. Er wollte mir weismachen, hier oben ein buntes Schneckenhorn gesehen zu haben. Hier? Dieser Lügner. Ich habe ihm nicht geglaubt. Er wollte das Horn wiederfinden und mir das Gegenteil beweisen. Dann starb er bei der Jagd. Der Narr. Wäre es trostreich, es zu finden? Etwas zu haben, was deinem Freund wichtig war? Es existiert nicht. Das ist nur einer seiner Scherze. Mehr nicht. Okay. Was war hier? Ich war mal im verhangenen Wald. Vor Jahren. Warum warst du so weit weg von dem Kinglor? Ich habe den Kamedire. Das muss doch aber hier sein.
Will er Dieselblume haben? Spüre Aethkus artiges Schneckenhorn zu. Was ist das? Wo ist das Schneckenhorn? Ich konnte das Lager sehen, aber niemand konnte das Schneckenhorn finden. Okay, bei behaupteten Klippe in der Nähe des Werbeblüterlager gesehen zu haben. Er sagte, er könnte die Felsen im Fluss und eine große Kletterpflanze sehen. Okay, da suche ich es mal. Hallo, bitte komm her. Ich habe etwas zu teilen. Kochst du? Ein wandernder Jäger aus der Höhenprärie gab mir Wurz. Ja, hier. Gefunden. Und gefunden. Das muss Zucchiris Schnecke sein. Gute Neuigkeiten. Ich hab Aethkus Schneckenhorn. Hier, zur Erinnerung an deinen Freund. Aber nein. Oh, Aethkus. Es war keine Lüge. Und ich dachte, er wolle mich. Ich bin ein ihr schrecklichen Freund, Dix. Er versprach, dass ich verstehen würde, wenn ich in diese Schnecke blase. Schaurig und gequält. So entschuldige ich mich bei ihm. Das soll der gequälte Klang sein, den Heideko meinte? Gequält trifft es ganz gut. Aethkus hat mich wieder erwischt. Wenn ich ihn in Ewa treffe, erzähle ich ihm davon. Gequält. Komm zu mir, wenn ich mit Aethkus bei Ewa bin. Er wird sich so sehr freuen, dass er recht hatte. Ein schöner, ruhiger Tag alleine.
Ist das zu viel verlangt? Ja, das eignet sich gut. Okay, das ist jetzt schon mal erledigt und steht der Flügel. Und wieder. Komm, mit. Der Kinglorwald summt lebhaft und wird seinem Namen wieder gerecht. Eine neue Königin wartet. Bring sie weiter weg, ja? Die Kinglor sollen neue Gebiete entdecken. Ich versuch's. Es ist schön, sie wieder in freier Natur zu sehen. Gartner sollte glücklich sein. Jeder hat seinen Platz. Er ist froh, dass die Kinglor an ihrem sind. Meine Freundin, es wird Zeit für ein neues Nest für euch. Okay, wo ist der Scheiß? Ach, hier. Super. So, wo ist denn das? Hier. Wir können uns hier wieder treffen, falls etwas schief geht. Scheiße. Mann. So. Wo ist der Scheiß? Schon nicht nach, Mann. Wir können uns hier wieder treffen, falls etwas schief geht. Meter. So. Letzte Ding. Gefunden. Wir sind gleich da. So. Wir sind da. Ich komme euch besuchen. Das habe ich jetzt schon erledigt.
Steine. Sollten erfahren, wer das Geräusch macht. Wusstest du schon? Und ich... Ah! Der Sarentu. Gut. Ich bin nicht feige, aber nachts schallen seltsame Geräusche von den Hügeln. Eine Lappalie in unserer Lage. Die Kinder sehen das anders. Jedes Mal, wenn ich zum Heimatbaum zurückkehre, sagen sie, du weißt immer, was los ist, Letau. Was ist das für ein Geräusch? Ihre Neugier ist so entzückend und ermüdend. Was denkst du, was es ist? Vermutlich jemand mit zu viel Freizeit. Die Kinder glauben, es könnten Himmelsmenschen in den Hügeln sein. Aber Nil Njan lässt niemanden nachsehen. Seine Lektion über Gefahren war so streng und lang, dass mein Gähnen fast unseren Heimatbaum entwurzelt hätte. Du wirkst nicht wie einer, die Gefahren scheut. Nil Njans Leben ist öde. Er würde Gefahren nicht mal erkennen, wenn sie sein Abendessen auffressen würden. Aber er ist ein Ältester. Wenn ein Ältester spricht, gehorchen wir. Wenn ich den Kindern erzähle, was ich gefunden habe, verrate ich, dass ich mich ihm widersetzt habe. Aber du bist kein Aranahe. Also kannst du dafür sorgen, dass die Kinder Ruhe geben, so goldig sie auch sein mögen. Was hast du entdeckt? Bisher nichts. Ich gehe dem Geräusch noch nach. Okay, das muss ich ja noch machen. Am Unterricht. Diese Dinge da, wo finde ich das? Rinderfrucht? Manchmal frage ich. Wie sieht das aus? Rinderfrucht. Okay, das suche ich jetzt mal. Rinderfrucht gefunden, und zwar hier. Moment. Verdammt runter. Nochmal. So. Moment. Müsste doch jetzt eine sein.
Oh, ich habe das ja schon rausgenommen. Moment, vielleicht habe ich was anderes gefunden. Oh, ich habe es gefunden. Das ist hier. Hier ist ein Rinderfrucht. Bin ich wirklich so voll? Genug Rindenfrucht. Zeit für die Pilze. So, wo finde ich jetzt die Pilze? Oh, das müsste jetzt hier sein. Diese Pilze. Nein. Nein. So, und jetzt zurück zu Satnu. So, und jetzt zurück zu Satnu. So, und jetzt zurück zu Satnu. Okay, die habe ich hier. Und was braucht er? Ein Granatbeerenfrucht. Ich fühle mich beobachtet. Das gefällt mir nicht. Hau lieber ab da, ernsthaft. Lauf. Mich nicht konzentrieren. Alex, scheint, als ob das hier auch ein Thanator-Versteck ist. Was? Ein Thanator? Bist du verletzt? Nein. Hab auch ein paar Proben für dich. Nein. Hab auch ein paar Proben für dich. Erzähle dir alles im Hauptquartier. So, das haben wir alles. Koche es. Mehr Zutaten. Okay. Nein, Quest.
Der Rest der ADA kriegt auch noch ihr Fett weg. Wir haben ihnen Angst gemacht. Du kämpfst mit ganzem Herzen. Eine Schande, deine Freunde nicht. Das tun sie. Nor benutzt nicht gern Metall, aber er hilft im Widerstand. Und Rinella arbeitet mit Alma. Daylan. Er glaubt, ich sehe seine Augen nicht aufleuchten, wenn ein Mensch ihn anspricht. Repariert Dinge für sie und beantwortet ihre Fragen. Er sucht Bestätigung. Er mag einfach Menschendinge. Wer sich selbst nicht kennt, sucht Bedeutung woanders. Doch ich kann ihm nicht alles beibringen. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Zarentu zu sein. Ich auch nicht. Du lernst. Und du kannst ihm zeigen, dass sich Trost in den Bräuchen der Na'vi findet. Wir dürfen erst ruhen, wenn es keine ADA mehr auf Pandora gibt. Ist trotzdem seltsam, euch hier zu haben. Als wärt ihr von den Toten auferstanden. Man muss sich dran gewöhnen. Geht uns auch so. Ihr seid alle so stark. Unverwüstlich. Sieh nur, wie gut Daylan sich angepasst hat. Das habe ich mir immer für euch gewünscht. Eine strahlende Zukunft auf Pandora. Du hättest uns gehen lassen sollen, wie Nor sagte. Ja, darüber denke ich die ganze Zeit nach. Zumindest sind wir so eine Familie. Und stehen gemeinsam gegen Mercer. Er ist aus einem Grund zurückgekommen. Er will etwas. Etwas Großes. Wir halten ihn zusammen auf. Wo ist denn der? Ach da. Unseren Sieg wird die RDA nicht so schnell vergessen. Ein Thanatorenbau? Stimmt. Weit abgelegen, keine Verschmutzung. Natürlich hätte ich damit gefährlichen Tieren rechnen müssen. Und ich habe dich ohne Warnung losgeschickt. Wie dumm. Du wärst beinahe gestorben. Und ich habe nur ein paar Proben für dich. Ich hätte gern mehr geholt. Keine Sorge. Wenn die Proben gut genug sind, werden die Ergebnisse ausreichen. Und jetzt wissen wir auch, dass die Gegend gefährlich ist. Das wird Leben retten. Beim Erforschen von Pandora sind viele gestorben. Einige kannte ich gut. Sie hätten noch so viel tun können. Ich muss die Risiken besser abwägen. Ihr vertraut mir, wenn ich euch rausschicke. Ich muss beweisen, dass es die Sache wert ist. Deine Proben werden dabei helfen. Wir hätten fast alles verloren. Zum Glück wird Pandora heilen. Geil. Vielleicht verrät Amorphin ja ein paar ihrer heilenden Mixturen. Vielleicht kann ich in der Basis von Mercer noch ein paar Samson-Teile Mehr Ausrüstung? Nein. Oder? Hätte ich gerne. Pass gut auf dich auf. So, wo ist dieser Wichser? Ich soll es für ihn kochen. Schalach, Rinderfrucht und Das genügt.
Jetzt Rindenfrucht. Duftet toll. Ich muss die Würzung überprüfen. Probiere den Pilz und Obstsalat. Der Geschmack. Wow. Warum schmeckt das so vertraut? Was? Alles aufgegessen. Aber Satnob wird darüber lachen können. Der. Himmelsmenschen entweihen das Land. Wie war das Gericht? Hatte ich nicht gesagt, dass erlesene Zutaten der Schlüssel sind? Es war so lecker. Ich habe alles aufgegessen. Schon gut. Doch sag mir, wonach hat es geschmeckt? Nach Rindenfrucht und Pilzen, glaube ich. Und als ob meine Mutter mich während eines Sturms umarmt. Wie ein Feuer in einer kalten Nacht. Warum erinnere ich mich daran? Nicht alle Geschichten brauchen Worte. Auch Aromen und Gerüche finden das Herz. Ich hatte dir doch eine Geschichte versprochen. Wo hast du das Rezept gelernt? Eine Sarentu hat es mir in einer kalten Nacht beigebracht. Und zwar genau an diesem Ort. Warte. Eine Sarentu? Ja, sie war gütig, leicht zu amüsieren, aber auch voller Überzeugung, wie du. Woran kannst du dich sonst noch erinnern? Es tut mir leid, das war vor langer Zeit, aber sie konnte wunderschön singen und sie hatte deine Augen. Oder hast du vielleicht ihre? So. Hier mache ich jetzt einen Cut. Oroboros, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza. Tschüss.